Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Gut, ich habe schon seit langem nicht mehr Terraria die Grund, muss ich erstmal erzählen. Ich glaube wegen, muss nur nachgucken, ob das Aufnahmeprogramm funktioniert, weil es gibt einen Grund, wieso ich das nachgucke. Jedenfalls, wie ihr seht, habe ich Paladins Hammer, aber ja, ich musste ja noch Plantera besiegen. Das ist genau das Problem, deswegen nicht nachgeguckt habe. Mein Aufnahmeprogramm hat es nicht aufgenommen. Ziemlich problematisch. Jedenfalls habe ich jetzt Plantera besiegen können. Wie kann ich euch sagen? Erstens mit den 6 Tränken und Respekt an die, wie heißt nochmal, an die Übersetzer von Terraria. Wiederbelebungstrank. Belebt wieder. 5 Minuten dauert. Da denkt man ja, wenn man stirbt, wird man wiederbelebt. Nein, es gibt Regeneration. Und das kommt, weil der Trank auf Englisch Regeneration Potion heißt oder sowas. Ich kann es euch auch mir hier zeigen. Der heißt, das hier ist der Terraria Wiki. Regeneration Potion. Life Regeneration. Ist genau der gleiche Potion. Das heißt, es gibt gar keinen Unterschied. Ich muss erstmal nachgucken, wo nochmal dieser Tempel. Ja gut. Wieso ich jetzt wieder zurückgegangen bin? Hier ist erstens mal. Ach ja, stimmt, ich habe noch nicht gezeigt, das war ja in der anderen Folge. Das hier ist mein Lagerraum. Noch nicht komplett fertig, das sieht man. Jedenfalls, ich habe auch so ein Potion-Teil, das ist hier. Wenn ich sehen kann. So. Hier ist das, wo ich die Potion mache, meine Pflanzen wachsen und gedeihen lassen. Muss ich auch mal bald wieder ernten. Zack, zack. Und ich brauchte ganz bestimmt Paladins Hammer. Das war wahrscheinlich die Rache von diesem Spiel. Ich habe den Plantera schon seit, ich glaube seit Freitag besiegt. Eigentlich wollte ich schon seit langem den Golem Herausforderung fordern. Aber es gab ein paar Probleme bei der Herausforderung. Ich habe ziemlich oft verkackt. Und dann habe ich es mal geschafft und habe sie aufgenommen. Und Paladins Hammer habe ich so bekommen, dass ich seit Freitag ungefähr, fast die ganze Zeit farme. Und ihr könnt euch so ableiten, so viele Paladine habe ich getötet. Ich habe 4 Platin-Münzen. Und der Paladin droppt 5 Goldmünzen. Könnt ihr mal ausrechnen, wie viele Paladins ich dann getötet habe. Also jetzt genau 4, also jetzt genau 4 Goldmünzen sitzen es nicht. Ich glaube, ihr müsst die Hälfte abziehen. Weil manche kommen von den Mobs dort. Das heißt, sagen wir 2,5 Münzen sind von dem. Also 2,5 Goldmünzen. Also jedes. Also 5. Dann kriege ich meistens so von jedem Mal, wenn ich Paladin besiegt habe, kriege ich 7 Goldmünzen. Das liegt daran, weil ich die ganzen Mobs da unten getötet lasse, zu tot sind. Wo ist überhaupt? Ah, da unten ist der Dungeon. Ich muss einfach nur diesen Weg, den ich versucht habe zu graben, hinterher gehen. Um den Dungeon zu schützen. Ah, ihr wundert euch bestimmt, wieso ich 2 von diesen Tee immer habe. Das ist dieser komische Tee, den ich gerade hatte. Das ist richtig cool. Der erlaubt mir noch einen Pet zu haben. Und die helfen richtig. Kann man eigentlich ganz gut brauchen. Diesen Table findet ihr in dem Dungeon. Den müsste ich eine Weile lang suchen. Also ich habe ihn nicht gesucht. Ich bin einfach über ihn gestolpert. Ah, hier. Zack, 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 zack. Immer wieder zurück. So, ein bisschen hier. Ich möchte das hier wieder nur noch nur noch Dschungelbiom ist und hier nicht weiterhin dieses kommt hier, dass das hier nicht so überhand nimmt. Wo war das nochmal? Ich muss einfach hier nach unten folgen, mein Weg. Ich erinnere mich, dass ich dagegen gestoßen bin. Oh, hier ist Plantera Pflanze. Nein, ich habe keine Lust, zu kämpfen. Es war schon schwer genug das erste Mal. Das zweite Mal
Man muss bedenken, die wird ja jedes Mal stärker. Oh, ich muss hier lang. Ja, anscheinend ja. Es stört mich auch richtig, dass ich diese Aufnahme verloren habe. Ihr wisst nicht, wie bitter es war. Das war so viel Arbeit, diese Tränke zu farmen für die Aufnahme. Und was passiert? Die Aufnahme will nicht aufnehmen. Ich muss die ganze Zeit geradeaus runterfallen. Das ist so bitter, ihr wisst gar nicht, wie bitter es ist. Und im Dungeon habe ich dieses Irrlicht bekommen. Und den Stab hier. Den Stab hier. Wo ist mein Schattenstrahlstab? Oh, den habe ich zu Hause vergessen. Und ihr wisst nicht, wie oft ich sie bekommen habe. Ich glaube um die 4 bis 10 Mal. 4 bis 10, 5 bis 10 Mal. Mindestens. Oh nee. Muss jetzt. Wir sehen uns gleich. Ich muss mich auf die andere Seite graben. Bis gleich. Hi Leute, ich habe den Eingang gefunden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn jetzt schon bekämpfen werde. Es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Denn ich katze das raus, werde das alles vorbereiten für den Kampf. Und dann werdet ihr den Kampf wahrscheinlich miterleben. Also, falls es sich während des Kampfes kaum rede, es tut mir halt leid. Ich muss mich halt konzentrieren. Okay, perfekt. Und Temple Key. Off. Fuck. Ich hab's da oben gesehen. Man sieht diese Fallen meist zu spät. Das ist bitter an diesen Fallen. So. Stirb, stirb. Nein! Okay. Wir wollten nicht, dass diese Stachelfallen angehen. Ich hoffe, ich habe alle. Ja, ich dürfte eigentlich alle haben, sonst würden sich welche auslösen. Ich muss mal richtig vorsichtig sein. Diese Sperrfallen sind zwar jetzt nicht sehr stark, aber sind schon bitter, wenn man rein. Ah, auf dem Boden seid ihr auch nicht sicher, sollte ich euch mal lieber sagen. Regen, nicht bewegen. Da. Doch nicht, ist doch keine Falle. Man kennt sie meistens, man kann sie abbauen. Fuck. Zum Glück waren das nicht diese Stachelfallen. Das wäre bitte. Warte mal. Ist das diese Golem-Box? Ja, ist sie. Ich hoffe, ich habe jetzt keine übersehen. Sonnentafelfragment. Material. Das ist mir klar. Wenn es ein Fragment ist, dann wird es wohl komplettes geben. Falls mir jemand da mal helfen kann. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ist es unnötig oder ist es wichtig? Meistens immer. Okay, der Flug mal. Meistens immer kontrollieren. Aha. Hier ist eine Falle. Die ich meine, die auf dem Boden ist. Brauche ich nicht. Super Pfeilfalle. Ach man, ich habe auf eine andere Pfeile gehofft. Ist viel cooler. Kann ich anscheinend sicher durchgehen. Bitte. Ne, hier oben war keine. Fuck, ich wusste es doch. Ich wusste, dass hier Fallen sind. Es war so klar.
besten bewege ich mich hier oben fort. Das meine ich mit am besten bewegt man sich da oben fort. Aha. Fuck. Noch eine Stachelkugel fallen. Die baue ich später noch. Weil, wie sagt man so schön? Also, nee, ich kenne dazu keinen Spruch, aber ich benutze meistens das, was ich kriege, was in dem Dungeon halt vorhanden ist, benutze ich um ihn gegen ihn. Das heißt, am besten ist den Golem zu bekämpfen, eine Falle zu bauen. Und ich kenne eine Falle, dafür braucht man Paladins Hammer aber. Und deswegen habe ich stundenlang gefarmt. Stachelkugeln fallen. Am besten auch immer noch auf die Druckplatte drauf, nicht, dass ihr irgendwelche Fallen überseht. Hier, das sind ja keine Fallen. Nope. Oh, ich habe jetzt nicht so auf Chess geguckt. Ich hoffe, da war jetzt keine. Nein, hier waren keine. Und hier kann ich auch beruhigt durchgehen. Hier werden keine Fallen aktiviert. Was später beim Fallenbauen aber nerven wird, sind die... Oh, ich wusste es doch. Nein. Oh. Okay. So, keine Fallen mehr hier vorhanden. Oder war hier keine, war hier eine Truhe? Nein. Dieser Stab ist halt sehr stark. Aber welcher auch stark ist, dieser Inferno-Gabel. Warte, ich zeig's euch mal kurz. Boom. Boom. Bam. Boom. Alle tot. Ich weiß immer nicht, wofür. Wow. Ich muss mal gucken, ob... Falle, also entschärft. So, zack, zack. Weil bei diesem Dungeon ist das einzige Gefährliche hier fast. Außer natürlich die Monster ungefähr. Die Monster sind eigentlich wirklich nicht sehr stark. Und das Problem sind diese Fallen, die bringen den meisten, sehen diese Fallen nicht. Und wenn man die Fallen nicht sieht, ich habe sie halt sehr oft schon gesehen. Aha. Hier versteckt sich noch einer. Hier sind noch ein paar. Zack, zack, zack und gelootet. So, wie viele habe ich schon mal? Zwei Linsen. Das heißt, ich habe schon mal zwei Chancen, den Golem zu besiegen. Aber früher habe ich meistens immer verkackt, weil ich diese Technik noch nicht ausprobiert habe. Also nicht gewusst habe, dass sie existiert. Die habe ich auch selber erfunden. Also ich wüsste keinen YouTuber, der sie auch verwendet hat. Also, falls es jemand verwendet hat, tut mir leid. Wow, wow, wow. Boom. Boom. Oh. Wie Musik in meinen Ohren höre ich hier. Die verbrennen. Boah. Wow. Siehst ihr? Seht ihr? Wie schnell ich Leben durch die Pfeile verlieren einfach nur. Ah.
Die Fallen sind immer noch da, falls ihr es wissen wollt. Ich glaube, sie sind weg. Ja, sie sind weg. Ich weiß nicht, wofür diese Sonnenfragmente da sind. Falls es mir jemand sagen kann. Ich hoffe, ich hab. Oh ne, ich hab noch alles mit, egal. Ich werde jedenfalls nochmal nach Hause gehen, um mir alles zu holen, was ich brauche. Sonnenfragmente. Nervt nicht. Ach ja, ich benutze immer noch die Cloud, die ist wirklich stark. Das hat mein Freund nicht gelogen. Ich glaube, das ist sogar einer der das ist die schnellstschlagendste Waffe, die es in Terraria gibt. War das so? Ich meine, es war so. Okay, die Falle ist auch entschärft. Fuck. Bin reingetreten, genau rein. Das gibt's doch nicht. Jo. Zack, 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 zack. Ich habe 33 von diesen Sonnenfragmenten schon. Ich weiß jetzt nicht, ob man was Besonderes daraus machen kann, was vielleicht gegen den Golem weiterhelfen könnte. Ich habe jedenfalls. Oh. Nein. Aha. Zack. Hier, ich bin ja nicht dumm. Ich hab, war schon, oh, ich bin schon oft genug in solche Fallen reingetreten. Das meine ich jetzt ernsthaft. Doch eine von diesen Pflanzen. Ganz ehrlich, diese Pflanzen sind überall, außer da, wo man sie haben will. Falls jemand weiß, was ich meine. Ach ja, das sollte ich euch vielleicht mal zeigen. Eigentlich ist dieses Teil mal in einem großen Raum. Ey, woher kommen diese ganzen Teile? Verschwindet. Verschwindet. Bruh, wie viele von diesen Teilen gibt es da noch drin? Oh, wir sehen uns gleich. Ich gehe da mal kurz hin. Ja, Leute, ich bin wieder. Ihr habt's. Ich hab Angst, dass ich wieder sterbe, deswegen kümmere ich mich erst um die Fallen. Ich verstehe auch nicht, wieso sie hier noch spawnen. Hier ist alles ausgeleuchtet und verzehrt. Ich sag ja, die spawnen von einem anderen Raum. Kann nicht sein. Weil ich bin hier gerade und hab das gerade zugebaut, wie ihr es seht. Wo kommen diese Viecher her? Das gibt's doch nicht. Ja, alles ausgeleuchtet. Alles, alles. Zack. So, jetzt nur die Frage. Oh fuck, diese habe ich übersehen. Ob ich den hier abbauen kann. Nein, spawnt ruhig ihn noch nicht. Weil ich weiß, dann würde ich direkt sterben. Ich habe 10 Stück von denen. Oh. Ach ja, ich habe einen Bogen bekommen. Hier den. Ihr könnt mir mal schreiben, ob der stark ist. Ob er stark ist. Ich habe den gerade gekauft von so einem komischen Händler. Hieß der. Das war der Händler. Der reisende Händler. Sorry. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich muss doch noch was besorgen, aber darum kümmere ich mich später. Erstmal baue ich alles.
Hier, was ich baue, das werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Also wahrscheinlich gleich, weil ich werde hier jetzt nur die Falle bauen. Werde dann Wurst bauen, so viel. Zech. Ich wollte mich hier noch verarschen. Sie in diese Ecke da spawnen. Ich leuchte hier alles auf. Das gibt's ja noch nicht. Ist alles ausgeleuchtet. Können die nicht spawnen. Außer hier oben, aber hier oben war ich. Okay, dann sehen wir uns. Bis gleich. Bin wieder da. Hier, ich habe schon mal das Grundgerüst fertig gemacht. Jeder, der weiß, der Terraria kennt, würde auch kennen, was ich hier gebaut habe. Ist eine Falle. Es fehlt natürlich noch der Auslöser und der Timer da. Die hole ich jetzt. So ein Schalter. Aber hier, das könnt ihr euch vorstellen. Hier, das sind die Superfallfallen. Die schießen auf ihn. Und die Stachelfallfallen, die fallen die ganze Zeit runter. Und ich sitze hier hinter ruhig und schlage die ganze Zeit mit dem Paladinshammer. So kann man sich diese Falle vorstellen. Die ist leicht zu machen, aber also ist eigentlich. Vorher habe ich mich die ganze Zeit verletzt, weil diese Stachelkugeln durch dieses einmal eins Loch gefallen sind und mich dadurch fast immer umgebracht haben. Aber jetzt habe ich hier so ein Loch, das heißt, sie fallen hier runter und falls hier D-Monster sind, die werden dann von der Stachelkugel attackiert. Sehr unwahrscheinlich, dass ihr nicht ankommt. Aber was ihr noch machen müsst, das wird bei dem Kampf stattfinden, der wird aber erst nächste Folge kommen. Aber ich weiß, dass ihr so gespannt seid. Das wird dann wahrscheinlich die Vorbereitung sein und die Entschuldigung für Planterra. Jedenfalls gehe ich jetzt nach Hause, mache die Falle fertig und das war's dann für die Folge. Bin wieder da. Hier, ich habe jetzt die Falle vollendet. Ihr könnt. Upsala, hab hier den. So, den nehme ich mal im Inventar, bevor ich. Also ins Inventar, bevor ich ihn vergesse. Man drückt hier den Hebel um. Man ist hier und kriegt die ganze Regeneration und während er da steht, kämpfst du ihn. Hier, das kommt immer und immer wieder. Die Pfeile fliegen auch immer und immer wieder. Und ich sitze hier drinnen. Ups, sicher und schlage ihn die ganze Zeit ab. Hab Regeneration durch diesen Honig. Und habe sogar noch hier die Regeneration, Flinkheitsbogen und Eisenhorn. Das einzige Problem, wo ich mich hier wegbewegen kann und muss hoffen, dass die Falle schnell ihn erledigt, ist, wenn er den Kopf hier wegnimmt und Rage schießt. Das einzelne Schießen ist zwar nicht schlimm, aber irgendwann macht er so richtig Rage Schießen, wo er richtig viel Damage macht. Oh Gott, ich kriege den Wickel nicht mehr hin. Und was ihr auch noch vorher bedenken müsst, ist, denn ihr habt links. Also von mir aus gesehen und wahrscheinlich auch vom Zuschauer. Links hat er so eine Faust, die er die ganze Zeit so schleudert. Halt, seine ist die rechte Faust. Die schleudert er die ganze Zeit auf dich und das geht durch Wände. Jedenfalls war das so bei der PlayStation. Ich wusste nicht, weiß nicht, ob das gepatcht wird. Jedenfalls, dann schlagt er die ganze Zeit und ihr müsst erstmal die Faust zerstören. Und dann könnt ihr draufschlagen, so viel ihr wollt. Wenn sein Kopf dann abgemacht wurde, müsst ihr einfach die ganze Zeit hin und her fliegen, die ganze Zeit ausweichen, mehr nicht. So, das war's eigentlich von der Falle. Und das war's auch mit der Folge. Die Folge werde ich erst später schneiden, weil ich erst den Golem bekämpfen werde hier. Das wird direkt hintereinander sein, also ich werde eure Kommentare noch nicht gelesen haben. Und es tut mir wie gesagt leid, dass ich die Plantera-Folge verloren habe. Ich versuche, dass nie wieder vorkommt, dass ich eine Folge verliere. Und lasst ein bitte ein Mitleid-Like da, abonniert bitte den Kanal. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und dann tschüss.